Hallo. Next. Laufen einfach durch. Passt schon. So. Direkt von Anfang an einen Verteidiger reinpacken. Aber interessant, wenn es nicht so viele Gegner sind, macht sie eher die normalen Angriffe. Ja, die Gegner sind auf jeden Fall angenehmer als auf Puls. Ja. Aua. Ein Heilung mit reinpacken. Ja, vor allem, weil Fang gerade fast dick war. Ach, da ist er, Dicke. Also, dick ist er nicht. Aber er hält viel aus. Und der Rhetorianer. Was auch immer du bist. Der kommt aus Pretoria. Ist übrigens eine Stadt in Südafrika, falls ihr davon nicht wusstet. Duel Masters Schauer wissen, von ich rede. Jetzt können wir voll draufhauen. Melchior kann man doch liebend gerne verprügeln. Da hat sich ja keiner was gegen. Dogo? Kitty? Hello Kitty? I don't know. Boom! Das Coole ist halt einfach bei dieser Technik, bis die alle wieder auf den Beinen sind, nachdem ich die einmal weggeknallt habe, kommt mein nächster an. Also, es ist irgendwo so ein halber Stunlock, diese Combo. Rundumschlag ruhiger. Was schon irgendwie cool ist. Wenn das Hello Kitty ist, kriegen Kinder Albträume. Ach was. Das ist noch nicht. Eigentlich wieder im Kampf gedrückt. Well, erstmal die Katze verprügelt. Wenn man Dogo sofort an die Souls Games denken. Boah, da gab es auch nicht ganz so nette Dogos. Offensiv machen. Warte mal, der gibt sich Hass und Courage? Enea? Ne, Enea war für Magie. Dann Courage. Ich komme mit den Gegnern ja einfach so viel besser klar als auf Puls. Das ist gerade so angenehm. Mit erhöhtem Puls spielt man auch nicht gut. Das stimmt. So, direkt auf Verteidigung. Eigentlich könnte ich die ja schon fast als Standard nehmen. Einfach weil es irgendwie immer praktisch ist, einen Verteidiger dabei zu haben. Das ist schon echt praktisch. Vor allem, weil sie auch von Anfang an ihre erhöhten Werte hat. Das heißt, sie nimmt auch nochmal noch weniger Schaden und kann mit ihren Kontern teilweise gut reinhauen. Alles Sanctum Tribunärs gehen hoch! Gibt es die Werbung überhaupt noch? Kennt die Werbung überhaupt noch jemand? Hit!
uralt gefühlt. Da ist eine Bombe neben mir. Ich würde weggehen, wenn ich wäre. Wenn ich dich wäre. Jetzt gehen wir mal auf einen. Was? Was tut er da? Hä? Voll am Rumdeppen, der Typ. Oh, 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 oh. Oh no! Demo. Ich habe mir diese ganzen Werbungen davon, ne? Das ist noch gar nicht so lange. Irgendwann Anfang des Jahres habe ich mir die mit Svenja mal alle angeguckt. Mit dem Long, Long Man. Alter. Die war seltsam wie sonst was. Es gibt da, glaube ich, eine ganze Collection. Es ist, glaube ich, diese Werbung erzählt auch irgendwie eine Story oder so. Die geht über 5, 6 Minuten oder so. Guckt euch mal auf YouTube an. Gebt euch das mal. Wie einfach alle halbe Minute Long, Long Man immer wieder kommt. Japanische Werbesendungen. Und jetzt ist der Chat für 5 Minuten leer. Es gibt auch sicher jemanden, der das kennt und sich das jetzt nicht nochmal angucken muss. Zum Beispiel. Und Temu, der es vorgeschlagen hat. Das heißt, Temu und Ali, ihr müsst jetzt den Chat am Leben halten, während alle anderen sich diese Werbung angucken. Be ready for the next fight. Wie gut die Kämpfe hier einmal plötzlich laufen. Ah, Kai bleibt auch und kann auch den Chat unterhalten. Ich sehe nicht nur eine Werbung, es sind, glaube ich, keine Ahnung, sehr viele hintereinander. Der will er nicht tun. Bleib hier. Here to, They're here for Orphan. If it's close to the Falsi Eden, they're probably headed for the heart of the Sanctum. Right. And if they destroy it, bad things are gonna happen. So long, Cocoon. Then we better get there before they do. Damn straight. Yeah. Uh-oh. Kai, Svenja's Hollow Knight streams. Das ist ein Dämon, oder? Sollten wir gegen den kämpfen? Ich denke nicht. Moment. Wobei, wir können erstmal ein paar Statuseffekte reindrücken. Wenn überhaupt welche annehmen möchte. Durchheilen. Ich denke mal, ich gebe dem auch mal eine Analyse. Dann sehe ich, was effektiv ist. Ja, theoretisch könnte ich ihn schon ein bisschen manipulieren. Ich kann doch auch sicher ein Gemach vertragen. Wenn ich mal irgendwas treffe. Okay. Oh no, das ist der mit dem Aufspießen. Scheiße, Mann. Diese Ekelsau. Was ist das? Schade. Der hat es nicht mal geschafft, aufzustehen.
Der hat ja nicht mal die Zeit, sich die Säge aus dem Kopf zu ziehen. Ups. Na gut, dann kloppen wir uns hier weiter durch. Was ist mit dir so? Der hat Angst. Da kam der her. Das heißt, hier lang weiter. Ah ja, Moment. Paradigmen. Ich hätte gerne das hier als Startparadigma. Dass wir direkt als Verteidiger anfangen. Weil so muss ich mir keine Sorgen machen und kann einfach direkt draufhauen, während Fang sich alle Gegner schnappt. So. Alle Gegner gehen. Oh! Immer wieder. Greifen die anderen überhaupt an? Also der andere Typ da? Weil der kann gerade nicht angreifen. Der kriegt dort auf die Fresse. Das ist auch gerechtfertigt so. Aber der andere da, der steht nur rum. Da könnte er eigentlich auch genauso gut mit angreifen. Wenn er eh nur rumsteht. Also irgendwie bin ich von Pulsgegnern anderes gewöhnt. Gewöhnt? Gewohnt? Gewohnt. Simon Says. Alle Gegner gehen hoch. Simon Says habe ich auch noch nie gespielt. Aber ist Simon Says nicht irgendwo einfach Twister? Beim Motto, drück blau, drück rot, drück grün, whatever. Quasi Twister für Faule. Ist da hinten noch ein Behemoth? Oh no. Das war ein Kanschel 3. Ja gut, wenn man mehrere verschiedene hintereinander eingeben muss, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwerer als Twister. Das ist auch einfach nur Druck auf die Farbe, Druck auf die Farbe, aber... so bin ich fast tot. Was ist da gerade passiert? Fang, do your thing! Die haben einfach gerade alle auf mich eingeprügelt. So nicht! Genau, prügelt alle schon auf Fang ein, die kann das. Vogel, hast du dir echt gerade den Longman angeguckt? Vor allem Simon. Warum überhaupt Simon Says? Was hat Simon damit zu tun? Hast du wirklich angeguckt? Japanische Werbungen. Das ist einfach echt. Es ist einfach. Punkt. Es ist einfach. Die sind manchmal echt seltsam. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Banana Man denke. Dann wiederum hat Finnland auch sehr seltsame Werbungen. Ist das Finnland mit dem Panda? Oder weißt du, aus welchem Land das ist? Die Panda-Käse-Werbung. Never say no to Panda. Panda. Metalaheschler. Oder was auch immer die da sagen. Aber das ist für mich immer wie Metalaheschler. Japanisches Teleshopping. Allgemein, die Japaner sind einfach so weird. Und zwar im positiven Sinne. Nicht irgendwie negativ nehmen. Die sind einfach so genial weird. Das ist einfach schön, sich mit anzuschauen.
Wir haben die Edeka-Werbung. Mit supergeil. Oder mit Hyper Hyper. Ich sag mal, jedes Land hat so ein paar gute Werbungen. Ich glaube, Japan ist da eher auf einem ganz anderen Niveau. Stimmt, der Anime-Clip für Schokolade, den nehmen wir nämlich auch noch, auch aus Japan. Oder One Piece-Werbung für Cup-Ramen, also Fertignudeln aus diesen Tüten da, die man, wo einfach nur Wasser reingießt. Die ist vor allem diese Werbung mit One Piece auch, die ist einfach so voll von Easter Eggs. Die ist so geil. Du kannst einfach jede Sekunde das Bild nochmal anhalten und du findest einfach nochmal neue Easter Eggs. Das ist als One Piece Fan einfach so eine schöne Werbung. Ein bisschen langsam. Kann ich auf die da verzichten? Nein. Darf ich gehen? Ich bin nicht so scharf auf den BM-Mod mit den anderen zusammen. Schade. Ich probiere es noch einmal. Wie komme ich da jetzt am besten durch? So. Wenn der rechte da ein bisschen weiter nach links geht. Weil alle anderen sind schön weit links. Ja, ja, okay. Probieren wir es. Ja, wir sind gleich durch. Yes. Vorbeigesneakt. Helden schwingen. Passt jetzt zu Snow. Stealth-Passage. Ich würde immer noch gerne wieder diese Items kaufen, womit ich mich hier anschleichen kann, aber die gibt es einfach nicht mehr. Look out for what? Ist nichts. Laufen? Kann jemand hier sein? Verteidiger. Ach, das ist Bane wieder. Das ist der, der mich versucht zu fressen irgendwann. Ich muss einfach mal einen Werbungsschau-Stream machen. Ich weiß nicht, darf man das auch einfach alles streamen, wenn man sich einfach irgendwelche Videos auf YouTube anguckt? Ist das okay? So rein. Ich weiß nicht, rechtlich. Also ich finde das schon echt witzig. Dann, wenn man sich da irgendwelche alten Werbungen oder irgendwelche komischen japanischen Werbungen anguckt oder die weirdesten Werbungen aus aller Welt. Also illegal jetzt nicht, weil Reaction Streams sind schon okay, aber manchmal kann es dann plötzlich sein, gerade so bei Nintendo Direct Streams, dass da vielleicht Nintendo irgendwann ankommt und meint, ja warum hast du das getan, das darfst du nicht. Punkt. Ist, glaube ich, irgendwo so eine kleine Grauzone. I don't know. Aber es wäre schon eine witzige Idee. Ich hätte da eine Idee, Sven. Das müssen, da muss ich nachher noch mit dir drüber reden. Erinnere mich nachher mal an japanische Werbung. Jetzt werden Pläne gesponnen. Ja, möchtest du. Ich muss mit meiner Dame nachher mal über eine komische Stream-Idee reden. This will be fun.
Pokémon Channel hat auch Werbung. Pokémon Channel möchte keiner sehen. Zumindest 90% des Spiels nicht, die aus den Pichu-Brüder-Filmen bestehen. Was ist überhaupt für eine komische Designidee gewesen? Dass man nach jedem Mal, wenn man einen Teil von diesem Pichu-Brüder-Film findet, den gesamten Pichu-Brüder-Film nochmal komplett anschauen muss. Der hat, keine Ahnung, 6, 7, 8 Teile. Und jedes Mal muss man immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder angucken. Waren das 7 Mal, wo ich jetzt immer gesagt habe? Ich weiß nicht. Was soll das? Und den kann man nicht skippen. Das ist GameCube. Damals gab es Skippen noch gar nicht. Kann ich irgendwann wieder... Oh, ich habe ein paar Kristallpunkte. Die könnte ich mal verteilen. So, ich glaube, ich wollte nämlich erst noch hier noch ein paar Klassen maximieren, bevor ich in die oberen Sachen gehe. Nämlich eigentlich auch ganz gute und günstige quasi Level-Ups hier. So, also den Brecher erstmal noch hochstufen. Hm. Sie hat Aggressionen gelernt. Ist das jetzt gut oder schlecht, ist die Frage. Da noch was? Oh, Feuer. Das nehme ich gerne. Und passend zu dem, was wir hier gemacht haben, hat sie auch noch terrorisieren gelernt. Das ist auch schon fertig gelernt. Ein Brecher? Auch schon fertig. Krass. Dann lerne ich hier noch ein paar Sachen. Dann nehme ich auch noch mal schnell ein paar Punkte ab. Wird vielleicht auch immer noch auf YouTube landen? Ja. Irgendwann in einem halben Jahr oder so. Das ist zumindest meistens meine Richtlinie dafür, wie lange das dauert, bis ein Stream-Projekt auf YouTube landet. Weil die Sachen, die jetzt aktuell auf YouTube sind, das sind eben Sachen von ungefähr einem halben Jahr her. Dementsprechend. Es ist nicht irgendwie so, als würde ich sagen, ist das immer extra so, ja, jetzt ein halbes Jahr rum, jetzt lade ich es hoch, aber es hat so ergeben. Das ist jetzt aktuell der 12. Final Fantasy Stream. Dadurch, dass ich ja immer einzelne... Dass ich ja überall einzelne... Was will ich jetzt überhaupt sagen? Spielstände habe, genau. Einzelne Speicherstände für jedes einzelne. Kann ich mir dadurch eben ganz gut merken, wie weit wir sind. Wieder einmal wieder das Stuff verteilt. Ich finde es einfach schöner zu sehen, wenn du einfach nur so einen Part hast mit, keine Ahnung, 20, 30 Minuten, als da so einen 5-Stunden-Stream zu klatschen. Das hat halt wieder so ein bisschen was wie Oldschool YouTube mit den LP-Parts. Dass du da einfach deinen Part hast mit deinen 20 Minuten, 25 Minuten und den kannst du einfach dann gucken. Gefällt mir persönlich besser, als da das in einem reinzuhauen. Naja, bei ihm liegt es natürlich eher am Zeitaufwand, weil der aktuell auch nicht so viel Zeit hat für alles. Dementsprechend, ich verurteile ihn ja natürlich auch nicht jetzt nicht dafür. Ich gucke mir auch seine 8-Stunden-Streams an, wenn ich ihn noch nicht kenne. Was eigentlich schon ziemlich bei jedem Projekt zutrifft, weil ich kein Streamgucker bin. 2 Parts pro Puls-Boss. Yikes. Also ich bin echt null Stream-Gucker. Ich streame gerne selbst, ja. Aber zum Gucken gar nicht meins. Guck mir eigentlich recht ungerne Streams an.
Zumindest nicht aktiv. Wenn dann einfach nur so als Hintergrundbeschallung irgendwo so da hinten, aber da gucke ich auch meist, schalte ich meistens auch, wenn dann eher YouTube-Videos an. Dann können wir beim Bearbeiten habe ich auch einfach lieber YouTube-Videos. Und weil ich lieber YouTube-Videos gerne sehe, mache ich meine auch falls kleine, schöne Parts fertig. Meine Güte, die ballern aber auch gerade jetzt den Schaden hier auf Fang drauf. Also ist auch schön, dass Fang das die ganze Zeit alles abfängt. Oh ja. Also mittlerweile setzt LP-Partzipat-Grenzen und stoppt einfach mit dem Donnerschau einfach durch. Ja, das ist sowieso auch einfach richtig cool, dass du. Das ist ja jetzt natürlich nichts Neues, aber dass YouTube das jetzt schon seit einigen Jahren hat, dass es sich einfach merkt, wo du aufgehört hast zu gucken. Ich gucke ja auch einfach nicht ganze Parts am Stück durch, sondern ich gucke einfach gerade rein, wenn ich Zeit habe. Und wenn ich dann wieder Zeit habe, gucke ich einfach an der gleichen Stelle wieder weiter. Ist halt ultra praktisch. Früher musste ich mir mal aufschreiben, an welcher Stelle ich aufgehört habe zu gucken. Und YouTube macht das jetzt einfach selbst. Du kannst es wahrscheinlich deaktivieren, wenn du einstellst, dass YouTube keine Cookies speichert. Ich würde mal behaupten, dass es daher kommt. Problem ist aber, wenn YouTube keine Cookies speichert, speichert er wahrscheinlich auch nicht deinen Login und dementsprechend ist der auch immer weg. Oh, wo? Oh. Cool. No! Ich will doch nur mein Item haben, Behemoth!